Herzlich willkommen zurück in Seehausen zur Folge Nummer 6 müsste das jetzt sein. Wir sind letztens hier stehen geblieben bei diesem kleinen Missgeschick. Und gemeinsam mit Hörlamm gucken wir, dass wir das Ganze irgendwie jetzt wieder retten und hoffen, dass es den Neuholländern nicht auffällt, wenn wir den verkaufen. Natürlich noch zum vollen Preis versuchen wir das. Also, weiter geht's, wir steigen sofort ein ins ERP. So. Ja, Mann, was machen wir denn da? Scheiße. Ja, scheiße. Alter Schwede, ist die Kette gerissen hier. Ach du Scheiße. Ich hoffe, dass jetzt keiner hier irgendwie unterwegs ist. Wen rufen wir an? Wen könnte ich anrufen, der hier schnell mit dem Frontlader vorbeikommt? Ich ruf mal schnell den Wurzelhuber an. Bin gleich wieder da. Vielleicht kann der Zeit, dass er mit seinem Frontlader... Ne, der hat glaube ich keinen Frontlader mehr. Ach. Ich ruf, glaube ich. Bring, glaube ich, so lange mal die Sämaschine zum Neuholländer, genau, damit er mal, ein bisschen vergrößert ist. Genau, bring die mal rauf. Genau, bring die mal rauf. Und ja gut, bring die rauf. Gut, genau, so machen wir das. Und ich guck, dass ich das irgendwie hinkriege. Bis gleich. Das hört sich gut an. Jo, ich bin mal telefonieren, ne? Jo. Bis gleich. Ach, bis gleich. Scheiße. Scheiße, da hier, Semmelreiter hat einen Frontlader. Wir haben keinen Schlepper. Herr Semmelreiter, bitte heb ab. Guten Tag, Semmelreiter hier. Ja, guten Tag, Herr Semmelreiter, Reisinger spricht. Wunderschönen guten Tag. Moin. Ja, Semmelreiter, ich bräuchte ganz, ganz, ganz dringend Hilfe. Oh, ja, okay. Haben Sie zufälligerweise kurz Zeit? Ja, natürlich. Und haben Sie den Frontlader zur Verfügung? Ja, könnte ich machen. Müsste ich die Seemaschine abbauen und Lader an. Ja, das wäre, wenn das gehen würde, das wäre nett. Oh, ja, natürlich. Dann komme ich vorbei. Ja, ich bin nicht am Hof, sondern ich bin, wenn Sie gucken, in der Nähe von Viehhändler. Viehhändler. Beziehungsweise, ja, Viehhändler. Ach, hier, jo. Ja, wenn Sie da schnell... Genau, wenn Sie da hinkommen würden, das wäre nett mit dem Frontlader. Das wäre sehr, sehr gut. Ich bin unterwegs. Wunderbar, gut, das freut mich. Also, man sieht sich dann. Jo, bis gleich. Jo, bis gleich, ciao. So. Der Semmelreiter kommt, der muss helfen. Ja, muss uns... Am besten stelle ich schon mal den LKW hier irgendwie hin. Ach du Scheiße. Das Auto kenne ich. Ach nee, jetzt kommt er auch noch. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Guten Tag, Herr Neu. Ja. Ist das meiner? Das wäre ihrer gewesen, ja. Es tut mir leid, also es ist beim Abladen, also beim die Kurve hier auf einmal hat hier gekracht und gescheppert. Das kann sich keiner vorstellen. Ich guck natürlich den Schaden, gucken wir uns natürlich gleich an. Ob da irgendwie. Ich aber auch hoffen. So. Und wenn ich mir den aber gerade auch so angucke, sehe ich, dass sie noch nicht die richtigen Reifen drauf haben. Kann das sein? Okay, das sollte eigentlich mit Pflegebereifung sein. Okay, dann hat der Importeur da was falsch aufgeschrieben. Ja, das müssen sie sich mal angucken und ich hoffe mal... Ja, Pflegebereifung habe ich noch irgendwo bei mir im Händler, also in der Werkstatt liegen, das ist kein Problem. Ja, also ich hoffe aber auch mal, dass sie mir, wenn sie mir den doch wieder verkaufen wollen, nicht auf jeden Fall den vollen Preis. Also wenn ich, wie ich das jetzt sehe, also ich hoffe mal, nee, dass wir da einen schönen Rabatt bekommen, weil hier wie so ein verunfalltes Fahrzeug, das geht ja gar nicht. Ja, nee, also da wollte ich Ihnen schon Prozente, also wenn sie den jetzt dann noch wollen, kommt drauf an, wie der beschädigt ist, wird es definitiv Prozente geben, also zum vollen Preis. Wird es denn nicht mehr geben.
Okay, also wie gesagt, schauen Sie sich den an und dann können Sie sich ja nochmal melden. Ja, gut. Das ist, ja. Ich bin gerade ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Fragen Sie ja, mal, wie es mir geht. Also, es tut mir leid, also, die Kette ist gerissen. Eigentlich war das eine neue Kette. Und ja, hier, wie ich um die Kurve gefahren bin. Nee, aber wie gesagt, ich gucke mir den Schaden an. Und dann kriegen Sie Prozente. Okay, gut, und Sie hatten geschrieben, die Dünger-Bipacks steht am Rathaus? Genau, die hat der Importeur wieder alle am Rathaus abgestellt. Okay, dann hole ich mir 3 Stück da gleich weg und den Rest können Sie dann hochliefern zum Landhandel. Ja, wie ausgemacht, also die bringen wir dann hoch. Genau. Wunderbar. Gut, dann mache ich mich mal weiter. Genau, und ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, danke ich Ihnen auch. Und wenn der dann oben steht, gucke ich mir dann gleich bei Ihnen oben an und dann reden wir über den Preis. Ja, okay. Gut, Herr Holländer. Jo, bis dann. Ciao. Ach du Scheiße, musste der jetzt auch noch vorbeikommen? Mann, ey. Herr Reisinger. Ja, Herr Semmelreiter, wunderschönen guten Tag. Sie müssten wir kurz aufstellen helfen. Ach, herrje, wie ist das denn passiert? Bin hier um die Kurve gefahren, auf einmal ist die Kette gerissen. Ja. Herr Neuholländer. Ja, hallo, ja. Mein schöner neuer Traktor, den schmeißt er hier gleich mal gegen. Das ist doch Wahnsinn. Herr Holländer, das war keine Absicht. Oh, dann gucken wir mal. Glaube ich. Herr Semmelreiter, ich würde den Dünger gleich zu Ihnen liefern. Ja, das hört sich gut an. Den, ja, Düngerstreuer, Herr Reisinger, den konnte ich ja so wegholen, ne? Genau, den konnten Sie sich so nehmen. Striegel auch schon eingetroffen, oder? Nein, der ist noch nicht da. Also da habe ich noch keine Bestätigung bekommen. Okay. Gut. Also wenn wir jetzt gucken, dass wir den irgendwie... Herr Reisinger, auf den Weg. Ja. Ich mal hier auf Seite. Also Ihre Hilfe hier natürlich, ne, wird bei der Mietkosten vom Striegel berücksichtigt werden. Beziehungsweise beim Verkauf von Ihrem Trecker. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den irgendwie kriegen. Ja. Wow, wunderbar. Da. Wunderbar, gleich mal gucken hier. Ja, okay. So bisschen viel. Der Kotflügel. Ja, der Kotflügel hier und der Blinkerspiegel ist natürlich auch ab. Ist auch ich wollte gerade sagen, beim Tank vielleicht mal unten gucken, weil der ja auf AdBlue und auf dem Diesel fallen nee, ist. Nee, aber da dürfte eigentlich alles passen. Nochmal alles durchgucken, nicht dass irgendwie eine Leckage erneut erlernen wird. Ja, nee, das wäre. Dass der dann gerade jetzt hier, ne? Das war ja, so das klar. Das ist doch der Zufall, wie es der Zufall ist. Mann. So. So, soll ich nochmal gucken? Hier? Ja, wenn ich hier rauf fahre, ob vielleicht irgendwie unten am Boden, wenn sie da was, ob sie da was sehen. Ja, ich guck mal. Gut, Lenkung funktioniert, also da ist nichts ausgeschlagen. Ja, schau gut aus. Hat scheinbar doch wirklich. Nur oberflächlich. Ja, Kratzer, Kotflügel. Ja. Ja, schau gut aus. Ja. Ja, mittig stehen sie auch relativ. Ja. So, jetzt habe ich natürlich, gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwo. Angelt hier mal drüber. Kette hier, zack. Und dann hier auch nochmal. Zack. 800 Newton festziehen hier. Ja, nee, die eine Kette, die muss gerissen sein. Hier, zack. Gut. Ja, irgendwie, ja, weil das ist ja so wie so das sein. Das verstehe, nee, das verstehe ich nicht. Das mir zu. Ja gut, das muss ich mir später dann nochmal angucken, warum. Aber Herr Semmelreiter, vielen, vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Ja, bitte, bitte. Alles gut. Das war. Vielen Dank. Wie gesagt, dafür. Ich werde Ihnen da mit dem Preis entgegenkommen. Jo, alles gut. Gut, vielen Dank. Also dann noch schönen Tag. Jo, ebenfalls. So, ich stehe jetzt beim Neuholländer auf dem Hof. Soll ich ihm Bescheid sagen oder haben die da irgendwie eine Abstellerlaubnis, dass wir die einfach auf dem Hof stellen? Nee, einfach dort hinten abstellen und... Okay. Also da haben wir eine Bestätigung. So, jetzt geht's aber hier langsam voran. Nochmal fällt mir der nicht runter.
Ja, da habe ich Glück gehabt. Es ist nicht viel kaputt geworden. Ja, dann ist das doch nicht ganz so tragisch. Nee, müssen wir nur mal hochkommen, vielleicht Spiegel tauschen, Blinker muss getauscht werden. Ja, und vielleicht mal abschleifen, neu lackieren. Gut, Sie fahren jetzt dann, oder du fährst jetzt dann nochmal bitte zum Rathaus. Die anderen paar Sachen auch noch schnell hochbringen. Alles, was noch beim... Genau, beim Rathaus steht. Genau. Der Neuholländer hatte ja irgendwo, glaube ich, erwähnt, dass er den Streuer als nächstes haben wollte. Dann genau, den Düngestreuer. So. Genau, den Düngestreuer und dann müssen wir gucken, dass wir die Paletten hochkriegen. Das wird auch so eine Aufgabe werden. So, geht jetzt hier. Okay, wir fahren da oben lang, das ist nicht zu kurvig, ehrlich gesagt. Alter, stell dir vor, da wäre jemand gefahren gerade. Ja, da hat man Glück gehabt. Das war... Aber dass der dann gerade vorbeikommen muss. Wie das halt immer in solchen Zufällen mit solchen Sachen ist. Ja. In den schlimmsten Momenten passiert noch Schlimmeres. Ja. Bremst doch. Sie die Einfahrt auch noch verpasst. Nee, heute ist nicht mein Tag. Ach, denn Wurzelhuber muss ich ja auch noch einen Termin geben für die Bank. Na gut, das mache ich dann hier am Abend. Aber ich mache jetzt hier eine Testfahrt die letzten paar Meter und gucke, ob da wirklich nichts hinüber ist. Lass ich hier stehen. Das dann hole ich später dann wieder ab. Machen wir hier eine Testfahrt. So. Sind Sie schon wieder beim Rathaus angekommen? Es dauert noch einen kleinen Moment, aber ich bin unterwegs. Oh, ganz gut. Ich habe heute irgendwie leichte Kopfschmerzen. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Sie auch? Ja. Okay. Gut. Ah, das muss das Wetter sein. So, wo war jetzt hier die Einfahrt? Ach, da kommt... Alter, was... Puh. Fährt dann der Pferd ja hier auch wieder verrückte. So. Und hier war die Einfahrt. Haben Sie die Sämaschine am Parkplatz abgestellt? Habe ich abgestellt, ja. Gut.
Ach, ja. Muss ich dann den Holländer nochmal anrufen? Nochmal gucken. Dass ich dem das erkläre, dass da nicht so viel ist. Sie die hingestellt, das passt. Da steht die Sämaschine, da stellen wir hier auch noch Drecker hinzu. So. Dann bin ich noch mal kurz telefonieren. Und zwar einmal mit Herrn Wurzelhuber. Ja, dann machen wir, gut, dann machen wir das dann. Rufen wir mal Herrn Wurzelhuber an. Wo haben wir den jetzt hier? Der ist jetzt da, ist er ja. Gucken wir mal, so, ob der Herr Wurzelhuber erreichbar ist. Hallo, Wurzelhuber. Ja, wunderschönen guten Tag, Herr Wurzelhuber. Reisinger spricht. Ah, hallo Herr Reisinger. Wegen dem Termin von dem Kredit. Ja. Würde es Ihnen reinpassen, wenn wir uns am nächsten Morgen gleich treffen? Also das gleich in der Früh? Machen. Ja, ich bin eh gerade noch auf dem Feld. Ich probiere gerade die neue Sämaschine aus. Okay. Die haben. Ich muss sagen, die läuft wie eine Eins. Ja, wunderbar. Das hört mich. Genau, und dann würde ich das gerne noch ein bisschen hier noch weiter ausprobieren. Okay. Und der Termin morgen wird mir ganz gut passen. Also, wie viel Uhr? Gleich in der Früh, ich würde sagen so 8 Uhr. Das hört sich doch vernünftig an. 7, 8 Uhr sowas, also. Genau, dann würde ich sagen, treffen wir uns dann beim Rathaus. Rathaus. Genau. Alles klar, so machen wir es. Okay, wunderschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend da. Danke Ihnen auch. Tschüssi. Jo, ciao. So, den habe ich Bescheid gesagt. Das passt mit dem Termin. So, jetzt den Neuholländer. Jetzt rufen wir den Neuholländer nochmal an. Ob der zufälligerweise hier beim Hof ist. So, der ist hier. Hier ist er, ja. So. Würde ich sagen, kommen wir da morgen früh vorbei. Und dann machen wir das. Jo, das hört sich gut an. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal und dann sehen wir uns dann morgen früh. Jo, okay, dann bis morgen. Jo, bis morgen. So, gucken wir mal, ob der Herr Holländer Zeit Guten hat. Guten Tag. Klingelt das bei mir oder nee, beim Herrn? Das klingelt bei mir. Hallo, Ach so, ja, guten Tag, Herr Holländer, Reisinger. Jo, was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir haben jetzt die ersten zwei Maschinen schon oben beim Händler, also bei ihrer BGA herumstehen. Ja. Die Sämaschine und der Drecker auch. Ich habe mir den Drecker, also den Schlepper jetzt angeguckt. Es ist zum Glück nicht viel beschädigt worden durch den Unfall. Das heißt, der Seitenspiegel ist, ja, weg. Der seitliche Blinker, den hat es abrasiert leider. Und er hat ein paar Kratzer hat er, ja. Aber es ist am Fahrwerk ist nichts geschehen. Da passt alles. Ich bin jetzt noch eine Testfahrt gefahren. Also ich bin die letzten paar Meter jetzt hier raufgefahren. Okay, das hört sich schon mal gut an. Dann würde ich das so machen, dass wir uns beim Preis auch treffen, ne? Also die Reparatur natürlich auf meine Kosten, kein Problem. Tausche ich aus die Teile. Ja. Müsste ich aber bestellen, das dauert ein paar Tage. Original kostet er ja 142.000. Ja. Die Pflegebereifung geht aufs Haus. Ist auch klar. War meine Schuld. Habe ich falsch bestellt. Ja. Sagen wir für. Ich gebe Ihnen den jetzt als neu. Wie gesagt, neu kostet er 142.000. 138. Also, dass ich Ihnen 4.000 Rabatt gebe und die Schaden natürlich auf meine Kosten repariere. Ja, das kriegen wir hin. Das können wir machen.
Ist das ein Angebot, was sich hören lässt? Ja, das, wie gesagt, machen wir so. Wie gesagt, wir brauchen die Sachen dringend, deswegen. Ja, er funktioniert soweit einwandfrei, wie gesagt, nur der linke Seitenspiegel ist leider ab und der Blinker funktioniert links jetzt auch nicht. Aber ja, sonst das, läuft er einwandfrei. Wie gesagt, wir müssen eh nur auf dem Feld. Da passt das nicht. Okay, wunderbar. Dann so, ja. Freue mich das und wir hören uns dann, wenn ich den Rest auch alles geliefert habe und wenn wir dann das mit der Rechnung machen. Jo, okay. Wunderbar, bis, ja. Holländer. Bis demnächst. Jo, ciao. Tschüss. So. Falsche Channel gewinnen. So. Aber, wie ihr lesen könnt, ist die Folge schon wieder zu Ende. Zeit vergeht hier, das ist Wahnsinn. Und morgen müssen wir dann, also in der nächsten Folge dann mit dem Herrn Wurzelhuber das Gespräch wegen dem Kredit führen. Den Holländer haben wir auch zufriedengestellt mit dem Rabatt, das passt. Also hoffe, dass er jetzt nicht abspringt als Kunde. Wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lässt wie immer einen Daumen da. Wünsche, Beschwerden, Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben. Wenn ihr aber auch Ideen habt, wie das LP weitergehen soll oder das RP, schreibt es ebenso in den Kommentaren. Dann werde ich versuchen, das Ganze umzusetzen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen und haut rein. Ciao, Leute.